Hallo liebe Fotofreunde, ich bin heute bei August Lechner, seit 20 Jahren Berufsfotograf und stellvertretender Innungsmeister in Niederösterreich der Berufsfotografen. In der Fotografie hat sich in den letzten 2-3 Jahrzehnten sehr viel getan, sehr viel verändert. Begonnen von der Revolution der digitalen Fotografie ab ca. 1999. In Österreich wurde das Fotografengewerbe ein freies Gewerbe und auch technisch tut sich viel. Sehr viele Menschen fotografieren und filmen heute mit dem Handy und auch die Fotokameras können von der Sensorik her immer mehr. Die Technik entwickelt sich immer rascher. Die Geräte werden immer kleiner. Viele Menschen fotografieren und filmen überhaupt nur mehr mit dem Smartphone und in bestimmten Situationen gibt es dadurch auch sehr gute Ergebnisse. Die Sensorik wird immer besser, die Kameras können immer mehr. Wo wird sich die Technik noch weiterentwickeln in Zukunft? Naja, ganz klar ist einmal, dass alles viel kleiner und viel kompakter wird. Und gut so. Also wenn man 12 Stunden fotografiert... Man schleppt nicht mehr so viel. Ja, man schleppt enorm viel und man muss auch ehrlich dazu sagen, es bremst auch viel. Einer der großen Vergleiche, die ich in meiner Arbeit immer wieder habe, das ist die Hasselblad und das Smartphone. Die liegen natürlich weit auseinander, das sind Welten. Aber wenn man mal porträtiert hat mit einer großen Kamera, dann merkt man sehr schnell, wie sehr man gefangen ist in seiner Bewegung und wie unflexibel das man ist. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich bin auch schon oft hergegangen und habe meine Layout-Fotos mit einem Smartphone gemacht. Und erst nach der Bildanalyse, nachdem ich mir alles angeschaut habe, bin ich dann auf ein großes Format gegangen und habe meine Arbeit reproduziert. Und ich habe bemerkt, dass das meine Arbeitsschritte erstens verkürzt hat, ich bin schneller geworden und es ist um etliches kreativer als früher. Kann ich mir vorstellen. Für mich persönlich sind aber trotzdem größere Geräte, wo man die Einstellungen vornehmen kann, ohne sich irgendwie die Finger zu brechen, angenehmer bei der Arbeit. Ja, aber das trifft ja bei einem Smartphone gar nicht zu. Nicht? Ja, das stimmt. Das ich habe dort keine Knöpfe. Da wischt man ja. Ja, genau. Nein, es geht darum, dass man einfach neue Perspektiven findet. Das ist so wie, wenn ich meinen Mitarbeitern sage, steig einmal auf einen Tisch rauf oder kletter unter den Tisch, schau mal vor und such etwas. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass das Bild besser wird, aber er entdeckt einfach neue Perspektiven. Das ist so wie mit den Drohnen und das haben wir schon bei der nächsten Entwicklung. Wenn ich es schaffe, dass ich meine Kamera einige Meter über mich bewege, habe ich plötzlich ein ganz neues andere Bild, Perspektiven. Ja. Ja. Ich würde auch sagen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das neue Geschäftsfeld, die Drohnenfotografie. Ich betrachte es viel eher als ein weiteres Objektiv in meiner Fototasche drinnen. Ne? Wenn ich es mit habe, habe ich es mit und im nächsten Moment fliege ich in die Höhe und mache von oben auch noch ein Foto. Und so ist es mit vielen Dingen. Ja? Die Smartphones, die kommen, ja, und die von Amateuren verwendet werden, sind doch nur die Pocket-Kameras, die unsere Eltern verwendet haben. Stimmt, ja. Das ist nichts anderes. Und was hat es gebracht? Es hat eine unheimliche Bewegung in die Fotografie gebracht. Es hat uns angesprochen. Ne? Unsere Kunden wussten plötzlich, was sie wollen und haben uns gefordert. Sie haben uns sagen können, was sie wollen und wir haben es umgesetzt. Ja, ja. Aber im Endeffekt, unsere Kunden kaufen Bilder. Bilder, die an der Wand hängen, Bilder, die in einem Buch drinnen sind. Und das ist das, was sie haben wollen. Die Technik wird das nicht entscheiden, ob sie das kaufen oder nicht. Nein, es wird das fertige Produkt sein. Ich glaube auch, dass sich dadurch auch immer mehr Menschen für Fotografie interessieren, weil sie es selbst tun. Also, meine Rede, ja. Fotografie war noch nie so spannend wie heute. Es ist eine unglaublich tolle Zeit. Also, die Fotografen, die jetzt nachkommen, sind so dermaßen befreit, die werden uns ganz neue Bildwelten zeigen. Der Klassiker ist im Kino. Ne? Wenn man denkt, wie ich ein Kind war, wenn da im Kino eine Fahrt war mit einer Kamera, die über eine Hochschaubahn gegangen ist, ist uns allen schlecht geworden, nicht? Und es war kotzübel. Heute ist das Standard. Das heißt, wir entdecken neue Bildwelten. Genauso auch der abgeschnittene Kopf im Fernsehen. Nicht? Wir haben uns so sehr an dieses Breitbild gewöhnt, dass es für uns überhaupt kein Thema ist, dass wir einen Kopf anschneiden, um das Format besser auszufüllen. Da würde niemand sagen, das Bild ist falsch, das hat einen Fehler. Meine Lehrherren haben noch gesagt, das geht nicht.
Das darfst du nicht machen. Nicht? Ja, so ändern sich die Ansichten. So ändern sich die Ansichten, genau. Und so müssen auch wir Fotografen sein. Wir müssen unsere Ansichten ändern und wir müssen lernen. Und wir müssen jedes Werkzeug hernehmen, das wir irgendwo finden können, neue Bildwelten zu gestalten und zu entwickeln. Und da ist das Smartphone ein guter. Ich denke auch, dass das Fernsehen natürlich auch prägt. Ja? Die Beurteilung und Bewertung von Bildern hängt auch davon ab, was in der Fernsehkiste läuft. Ne? Und wenn sich hier etwas ändert, ein Look, dann wollen die Leute das auch am Standbild haben. So ist es, ja. Ja. Man sieht das auch in der sehr oft im Vergleich Schwarz-Weiß und Farbe. Ich verkaufe sehr viele meiner Leistungen, wenn ich Schwarz-Weiß-Bilder herzeige. Und die Kunden wollen im Endeffekt Farbbilder haben. Ja. Warum? Weil das für sie der Wirklichkeit entspricht. In letzter Zeit jammern in Österreich doch einige Berufsfotografen, weil das Gewerbe freigegeben wurde. Wo siehst du die Chancen in der Zukunft, um als Berufsfotograf weiterhin bestehen zu können? Ja, wir müssen unseren Kunden ein tolles Angebot machen. Und das Angebot, das wir unseren Kunden machen können, sind wertvolle Bilder. Ja? Wertvolle Bilder, das heißt zwar für jeden etwas anderes. Nehmen wir als Beispiel Hochzeitsfotografie. Was braucht ein Brautpaar für Bilder? Sie haben einen Wahnsinns-Event, der kostet im Durchschnitt 13.000, 15.000 Euro. Und am nächsten Tag ist dieser Event vorbei und alles, was ihnen bleibt, das sind die Fotos. Sie wollen die Erinnerung haben, sie wollen das nochmal miterleben, sie wollen es ihren Freunden zeigen, sie wollen sich austauschen darüber und alles das kann ich ihnen anbieten. Das sind wertvolle Bilder für meine Kunden. In jedem Bereich sind Bilder anders wertvoll. Ja? Also jeder muss feststellen, was er macht. Ich beschäftige mich zum Beispiel auch mit Kunstfotografie. Das wird ein ganz anderes Metier. Da verbringe ich Tage im Studio, um Kunstgegenstände möglichst originalgetreu wiederzugeben. Der Wert eines solchen Bildes, brauche ich nicht erklären, liegt darin, dass ich ganz genau darauf schaue, wie sind die Farben, wie schaut dieses Ding aus, wie groß ist dieses Ding, all das muss ich in diesem Bild erkennen können. Da merkt man schon, so unterschiedlich sind diese Wertsachen. Und das müssen wir unseren Kunden bieten. Wenn wir das schaffen, dass wir wertvolle Bilder schaffen, dann ist viel getan. Ja? Dann brauchen wir uns auch nicht über den Preis unterhalten, großartig. Mhm. Man wird sehen, der Kunde ist bereit, mehr zu zahlen, als wir glauben. Also das sollten wir überhaupt mal aus unserem Kopf verbannen, dass man gleich am Anfang über Preis redet und was darf was kosten. Das ist alles nicht so wichtig, wie man glaubt. Bieten wir lieber unseren Kunden ein tolles Service. Das heißt, reden wir mit unseren Kunden, schauen wir, was sie brauchen, hören wir mal hinein. Dann werden wir auch feststellen, ob wir überhaupt für den Kunden arbeiten können. Denn wenn wir das nicht können, ist vielleicht gescheiter, wir schicken ihn zu einem Kollegen und der macht das noch besser. Mhm. Und dafür kommt dann der gleiche Kunde wieder zu mir, wenn er genau das braucht, was ich ihm bieten kann. Und letztendlich sind wir da beim dritten Punkt, das ist die Sicherheit. Ich muss meinen Kunden Sicherheit bieten. Wir wissen es alle, es ist extrem gefährlich, wenn ein Kunde verunsichert ist. Das ist auch der Moment, wo er wahrscheinlich sagen wird, was kostet mir das? Warum? Er will kein Risiko tragen. Eine große Werbeagentur, die zu mir kommt und sagt, bitte fotografier mal das oder das, der weiß ganz genau, das Ganze wird nur einen Tag lang stattfinden und danach gibt es Ergebnisse. Und der muss mir vertrauen können, dass ich das umsetzen kann. Mhm. Und wenn er das nicht tut, dann versucht er sein Risiko zu minimieren. Und diese Risikominimierung ist immer das Gleiche, das geht nur übers Geld. Der sagt, ich muss den Schaden so gering wie möglich halten. Wenn ich ihm gleich sofort von Anfang an Sicherheit bieten kann und er mir vertraut, und das sage ich jetzt wirklich so, wie es ist, dann werden wir wahrscheinlich über den Preis erst ganz am Schluss reden. So sollte es auch sein, denke ich. So wird es auch funktionieren. Weil es muss ja auch jedes Werkstück und jede Auftragsarbeit einen gewissen Wert haben in der Qualität, in der Quantität. Und das ist natürlich auch dann umlegbar auf den Preis, ne? So ist es. Wenn jemand unbedingt mein Bild haben will und er mir vertraut, dass er es bekommt, am nächsten Tag wird er dafür auch bezahlen. Mhm. Viele junge Menschen drängen in die Fotografie, weil sie kreativ tätig sein wollen. Was würdest du meinen, was wäre eine gute Ausbildung für junge Menschen, die sich für Fotografie interessieren? Also wenn ich es mir aussuchen könnte, wie die Ausbildung zu einem Fotografen ausschaut, dann würde ich das wahrscheinlich in
circa vier Teilbereiche gliedern. Das erste, das allerwichtigste ist, man muss Design verstehen. Das heißt, man muss sich irgendwie bilden im Bereich Design. Ja. Ich muss heute wissen, was zieht das Auge an. Nehmen wir ein Muster her von einer Tapete, ja, oder eine Tapezierung von einem Möbelstück. Ich weiß immer sofort, wenn ich irgendwo in ein Geschäft reingehe, ob mein Möbelstück gefällt, und das hängt oft mit dem Muster zusammen. Oder vielleicht ist es auch nur eine Farbe. Ja. Aber das ist Design. Design überzeugt einfach. Wenn ich dann näher rankomme, dann sehe ich, was das Design ausmacht. Da geht es dann um die Information im Design drinnen. Ja. Information in der Fotografie heißt, ich kann Geschichten erzählen. Ich kann dem Betrachter des Bildes mit meinem Bild eine Geschichte transportieren. Ich kann ihn aber sogar dazu bringen, dass er sich eine Geschichte ausdenkt. Mhm. Und wenn er das beginnt, dann kommen wir zum dritten Punkt, das ist Gefühl. Das heißt, ich muss einen Fotografen dahingehend bilden, dass er sich in Gefühle von Menschen oder vielleicht auch von Dingen, ja, hineinversetzen kann. Und er muss diese Gefühle transportieren können. Frag mir jetzt nicht, wie man sich dahingehend bildet. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist eine irrsinnige Allgemeinbildung. In allen Bereichen. Man muss unheimlich interessiert sein. Aber es ist nicht umsonst, dass sehr viele Fotografen mittlerweile Quereinsteiger sind, die von anderen Bereichen kommen und dort eigentlich entdeckt haben, dass es das wert wäre, auch abzubilden und sich dann in die Fotografie begeben. Das finde ich unheimlich spannend übrigens. Ja. Sehr gute Freundin von mir, eine großartige Fotografin, und ich sage jetzt nicht wer, ist Kunsthistorikerin, gelernt und kennt sich irrsinnig gut in Bildsprache aus. Na, das ist zum Beispiel eine Ausbildung, damit kann man echt was anfangen. Ja. Wenn ich heute weiß, warum ein Bild gefällt, wo da das Design dahinter liegt, wo die Information rüberkommt und warum es Gefühle auslöst, dann habe ich viel gewonnen. Und der letzte Punkt, der vierte Punkt, das ist der richtige Augenblick. Vielleicht sind wir da jetzt bei dem Thema, wo du gemeint hast, wenn irgendwo ein Radar steht, ja, und das könnte gute Momente erfassen und dann abdrücken, ja, das wird es in kürzester Zeit geben, wir wissen schon, wir haben mittlerweile Filmkameras, die filmen mit so hoher Auflösung, dass aus jedem Film eigentlich ein Bild rausholen könnte. Vielleicht ist meine Aufgabe der Zukunft, das aus solchen Filmen das passende Standbild rauszuholen. Kann ja sein. Mhm. Wird aber sicher gut bezahlt werden, weil das ist mörderaufwendig. Ja. Also sich Filme anschauen stundenlang. Jeder, der sich mit Filmemacherei irgendwie auskennt, der weiß, wie lange er da sitzt. Ja. Also das wird sicher nicht dazu führen, dass die Fotografie dann billiger wird. Da ist immer noch günstiger, ich stelle jemanden hin und der drückt. Entschuldigung, der drückt zum richtigen Zeitpunkt ab. Und das zum richtigen Zeitpunkt abdrücken, da kann ich nur dazu sagen, jetzt sind wir bei diesem Punkt angelangt, Technik. Ja, genau in dem Augenblick muss ich wissen, was ich tue. Wenn das schnell geht, das weiß jeder. Und das sehr schnell. Jeder, der mit Sportfotografie zu tun hat, weiß, er hat halt nur den einen Augenblick, ja, und er kann sich nicht lange überlegen, was für ein Rad drehe ich jetzt dort oder da. Ja. Deswegen haben sich ja die Fotografen früher auch gewünscht, dass das alles möglichst automatisch passiert. Sie haben nur nicht daran gedacht, dass das so günstig werden wird, dass die Amateure dann auch irgendwann zur Verfügung haben. Aber es sollen sie ja nicht schrecken. In Wirklichkeit geht es um drei Punkte davor. Wenn wir die erfüllen, dann ist der vierte Punkt, den auch der Amateur ganz gut umsetzen kann, ja, nur noch das Zusatzthema. Okay. Und so wird es uns Fotografen immer gut gehen. Mhm. August, wie siehst du deine eigene Zukunft als Fotograf? Na schau, es war so 2004 herum, da war ich ein junger, selbstständiger Fotograf und die Geschäfte sind so gelaufen, die sind dahin geplätschert, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert, aber es war nie so dieser Punkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt kommen wir über einen Punkt hinaus, jetzt können wir vergrößern, jetzt können wir Mitarbeiter nehmen oder ähnliches. Und genau in dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass das Internet mittlerweile schon so stark ist, weil ich mich auf die Suche begeben habe, wer ist in Österreich der Hochzeitsfotograf? Habe im Internet gegoogelt und mir ist damals aufgefallen, dass kein einziger Fotograf die Seite www.hochzeitsfotograf.at besitzt. Das hat damit zu tun gehabt, dass damals einfach jeder Fotograf so stolz war auf sich selber und seinen Namen, dass er immer seinen Namen verwendet hat und niemals das, was er tut.
Ich habe damals diese Seite registrieren lassen und habe begonnen, eine Spezialisierung auszubauen und habe damit relativ guten Erfolg. Ja. Wenn du mich jetzt fragst, was ich in Zukunft machen werde, kann ich nur sagen, erst einmal hoffe ich, dass die Hochzeitsfotografie weiterhin so interessant bleibt und dass ich mich weiter dort bewegen kann. Falls sie das nicht tut, aus irgendeinem Grund, dann hoffe ich, dass mir nochmal das gelingt, nämlich den Punkt zu finden, wo ich mein Geschäft nochmal so richtig ankurbeln kann. Mhm. Irgendeine Leistung finden, irgendeine Spezialisierung finden, wo man sich wohlfühlt, wo man das Beste aus sich selber rausholen kann und womit man Leute begeistern kann. Was das sein wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, alles klar. August, danke fürs Gespräch, danke für deine Zeit. Wem es gefallen hat, Daumen hoch, weitersagen. Mach ich mit. Und dranbleiben.